Premiere für die Bespoked in Dresden. Hier versammelt sich gerade im Flughafen in Dresden das Who is Who der Rahmenbauer-Szene. Lauter Custom-Rahmenbauer, alles da, vom Rennrad bis zum Gravelbike, bis zum Mountainbike. Und ich bin in der Jury und habe die Aufgabe, das schönste Single-Speed rauszukühren. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf die Messe und nachher zeigen wir euch die besten Räder von der Bespoked in Dresden. Das war das erste Hinweisschild, was wir gefunden haben. Ansonsten sind wir einfach im Flughafengebäude nicht den Leuten mit den Rollkoffern hinterhergegangen, sondern den Leuten mit den Vollbärten und den Fahrradhelmen auf dem Kopf und den Tattoos an der Wade. So, ich habe mein Wahlformular und ich mache mich auf die Suche nach Single-Speed-Rädern. Hinter mir sehe ich schon einen riesigen Haufen von Stahlbikes und das erste sieht nicht aus wie ein Single-Speed-Rad. Ich gucke es mir trotzdem mal eben an. So, ich habe das erste Single-Speed-Bike gefunden. Es ist ein Fat-Bike, würde ich sagen. Und neben mir steht jemand, der es gebaut hat. Wie heißt ihr? What's your name? Sarah from Iowa. So we are, this is a combined booth, so we are with Iowa Black Sheep. So Iowa, we're representing the University of Iowa. So these three bikes back here are actually all part of a university class. And so we just wanted to come show them and have a week off from classes. So, und es ist gut für deutsches Bier trinken. So, and then we have these two bikes on the outside from Black Sheep. So, this bike was made by the professor. So, this is the bike he made to go race up in Lapland, Sweden. So it's kind of, you can kind of see that in the colors on the bike. So the anodizing on the frame. And then you also have the really long wheelbase for riding in the snow. And then you can also see on the different hubs, there's different two rear hubs, so he can switch out his drivetrain if he needs to really ride in a low gear when the snow comes. So it's a really, really neat frame. And then they've got the mustache bars for that nice upright and comfortable position. So, from which material is it made? This is a tie frame or titanium frame, and a lot of frame builders really love titanium. Just because of its lightness, its durability, and it's a lifetime material. Do you know the weight of the bike? I believe this one's around 10 to 12 kilo. Okay, wir haben das nächste Single-Speed-Bike. Das ist offensichtlich gemacht vom Student. Sieht ein bisschen jünger aus, der Mann neben mir. So that's your bike that you made in your class? Yes, yeah, this is first one done in the works on a second bike. But yeah, first shot, I'm really happy with how it came out. Just wanted to build something that kind of like a big kid BMX bike. I've always wanted like a mountain bike geometry, kind of rip around bike that I could take to the skate park, take on some single track. And yeah, this is exactly that. Kept the stays really short, so it keeps it really playful. It's really easy to hop this thing and does really well at the skate park and the bowls. And yeah, it's a lot of fun. It's a blast. It's a fun bike. It's a steel frame? Yeah, steel frame. Got internal routing on the back for a dropper. Really didn't want to have to do an external dropper with this one. Are you proud about the welding? I'm excited for a second time around, but I think for a first shot, I'm pretty happy with how it came out, with how the welds came out. So it's really the first time you ever build a frame? First time ever building a frame, first time welding. I've never welded before. So yeah, I mean, it was an experience. It was a lot of hard work. What's your name? Ryan. How old are you? I'm 23. Thank you. Thank you. Ich bin ja sonst nicht der Fatbike-Fan, aber das Rad kommt definitiv auf die Liste für das beste Single-Speed-Bike. Wenn man sich die Details anguckt, die Anodisierungen am Lenker, Carbonfelgen von HED an einem Fatbike, wo gibt's das bitte schön? Alles ist richtig schön gelötet. Das Professoren-Bike kommt auf die Liste. Das nächste Single-Speed habe ich entdeckt. Das ist so eine Art BMX-Bike, BMX-Lenker von Rental. Vorne eine Ladefläche, BMX-Cargo-Bike würde ich fast sagen. Dann hat es 20 Zoll Reifen, einen Riemenantrieb und eine Pinionbox kann man damit auch bekommen. Dieses Rad hat einfach nur keines Pinionbox, sondern einfach nur Single-Speed-Riemenantrieb. Sieht sehr spannend aus. Mir gefällt die Lackierung besonders, aber es kommt nicht auf die Liste.
So, und jetzt habe ich auch noch den Macher gefunden von diesem Fahrrad. Es ist Brasi Bikes und sie machen normalerweise Rucksäcke eigentlich nur und Bikepacking-Taschen, auch Custom-Anfertigungen. Kommen aus der Tschechischen Republik. Aus welcher Stadt genau, muss ich jetzt nochmal fragen. Where do you come from exactly? Prague. Like the capital city of the beer or something like this. Ja, sie machen normalerweise keine Bikes, aber er baut die Bikes. Das ist Nummer 3 gewesen, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ich frage ihn jetzt mal, was das tragen kann. How much can you put on the rack? This can handle my son, who is like 6 years old, so he's like 20 kilos, I think. Really, really wild, wild, wild man. So I think you can handle much more than you can handle by the whole bike. Why did you make it a BMX style bike? Because I like it. Actually, yeah, that was like, you know, always for me, like eye-catching design with small wheels, very agile, steep geometry. That's why I've got very short head tube and long fork, it looks like a girl with a long legs now. Okay, thank you. Thanks. Ich habe wieder ein Single-Speed-Bike gefunden und das gehört Nils Stolz, steht auf dem Rahmen drauf und Nils ist auch der Erbauer. Nils steht neben mir. Nils, du hast das Rad gebaut. Wie kommt es dazu? Es war mein Abschlussprojekt für die Sekundarstufe in der Schweiz. Ich habe eigentlich dadurch, dass mein Vater Rahmenbauer ist, schon seit ich klein bin, immer das Ganze mitbekommen. Ich fand das immer sehr faszinierend, sehr cool. Und als ich dann wusste, ich muss ein Projekt machen, dachte ich mir, wieso nicht das erste Mal mein eigenes Rad bauen und mal selber in diese Branche einzusteigen. Ja. Woraus ist das Rad gemacht? Es ist Stahl. Wir haben eigentlich in der Firma kein Carbon. Man kennt ja sonst Bahnräder immer aus Carbon. Wir machen das nicht. Aber Stahl ist das, was am meisten Sinn macht. Es hat eine hohe Festigkeit und es eignet sich auch gut zum Bearbeiten. Es ist ein Bahnrad, ja. Kein Fixie für die Stadt, sondern ein richtiges Bahnrad für die Bahn. Klar, man kann sagen, man kann mit jedem Bahnrad auch als Fixie in die Stadt nehmen. Ich finde es aber, es ist ein wenig zu gefährlich. Ich muss das nicht machen. Das ist jetzt wirklich für die Bahn gedacht, ja. Und du fährst damit auch auf der Bahn? Ich fahre mit auf der Bahn, ja. In Oerlikon haben wir eine offene Rennbahn. Dort bin ich immer vor Ort und ich nutze es auch aktiv, ja. Was wiegt das Rad so? Es ist erstaunlicherweise 7,6 Kilo. Wir haben es höher erwartet vom Gewicht. Aber es kann eigentlich gut noch mit den Carbonrädern mithalten. Also es ist erstaunlicherweise recht leicht, ja. Und noch eine Sache für die Leute, die keine Bahnräder kennen. Wie schnell fährst du damit auf der Bahn? Also man kann damit Geschwindigkeiten von 55 bis zu 60, 67 Stundenkilometer erreichen, wenn man gut trainiert ist und einen guten Gang hat. Ja. Danke dir. Ja, und wir haben eben gerade hier ein paar richtig tolle Sonderlösungen gesehen, wie zum Beispiel, dass die Spannung der Kette, die ja beim Bahnrad nicht über einen Umwerfer oder sowas hergestellt werden kann, über ein Exzenter-Tretlager vorne und auch noch ein Exzenter hinten, und sogar mit Steckachse hergestellt werden kann und vorne den Vorbau in so eine schöne integrierte Lösung für bessere Sprinteigenschaften. Und jetzt frage ich den Nils mal, ob er das wirklich alles selber gemacht hat und wie lange er dafür gebraucht hat. Nils, wie lange hast du dafür gebraucht und ist das dein erstes Rad? Also ich habe etwa 100 Stunden in dieses Rad hineingesteckt. Es ist mein erstes Rad, das ich baue. Es ist eigentlich mein erster Schritt in diese Szene. Und klar, ich hatte Hilfe von meinem Vater, einfach weil, wenn es das erste Mal etwas Neues ist, dann hatte ich natürlich nicht Ahnung, was muss ich beachten, was ist wichtig. Und mit ihrer Unterstützung, mit meines Vaters und des Mitarbeiters meines Vaters, habe ich dann dieses Rad als mein erstes eigenes gebaut. Bis wie alt? Ich bin jetzt 16 und das war vor etwa einem Jahr, also ich war 15. Kommt auf die Liste. Okay, nächstes Single-Speed-Bike hier bei Balance Cycle Works. Und die Lackierung ist genial. Und du hast die Lackierung gemacht. Ja, ich hab's bemalt, genau. Sag mir noch deinen Namen. Ich bin Jule von I Draw on Bikes. Okay, und was hast du bei der Lackierung gedacht? Und was habe ich dabei gedacht? Naja, also genau, wir haben uns ganz viel gegenseitig inspiriert, wir haben gesprochen, was ist bei Bennett halt wichtig beim Fahrradfahren, auf was kommt es an, da ist ein Crewname mit drauf und naja, dann habe ich das einfach umgesetzt. Sieht sehr gut aus und du hast das Rad gebaut. Genau, ich habe den Rahmen gebaut und die Gabel und natürlich auch die Gepäckträger. Das ist quasi ein Konzeptrad, ist mein Bike fürs Tracklook-Packing, also Tracklook-Cross, aber als Reiserad. Genau, alles ist fest verstaut, nichts wackelt, ist pures Fahrradfahren. Tracklook-Cross für die Leute, die das nicht kennen, das ist so eine Sache,
wenn ich es richtig verstehe, einem Cyclocross mit einem Fixed-Gear-Bike, richtig? Genau, das ist korrekt. Und das machst du? Das mache ich sehr viel, ja. Das Schöne daran ist, gerade wenn man viel reist und das Fahrrad auseinandernehmen muss, hat man keine Bremsen, die einen nerven, man hat keine Schaltung, die einen nerven. Man steckt es einfach wieder zusammen, da wo man ankommt und kann einfach losballern. Woraus ist das Rad gemacht? Das ist eine Mischung aus, das sind relativ viele Columbus-Rohre und ich hatte noch alte Dacia-Kettenstreben, deswegen Dacia-Kettenstreben und ein paar 41-30-Rohre für die Brücke bei der Segmented Fork. Genau, ein bunter Mix aus Restteilen. Warum ist der Lenker so breit? Tja, wide bars, narrow minds. dadurch, dass man natürlich keine Bremsen hat, braucht man einfach extrem viel Kontrolle über das Fahrrad. Und das erreicht man durch einen breiten Lenker. Dazu kommt, dass der Lenker eine Custom-Anfertigung ist aus Titan. Also es ist eine Lenkervorbaueinheit und die ist sehr flexibel. Und natürlich, je breiter der Lenker ist, desto mehr kann er auch flexen. Und das ersetzt ein bisschen die Federung. Wer hat die Taschen gemacht? Die Taschen, das ist ein Mix. Also die Satteltasche ist von Apidura, die habe ich so gekauft. Und der Rest stammt von Wizard Works, von Freunden von mir aus London. Super Taschen. Und die Food Pouch ist von einem guten Freund von mir aus St. Pauli, von Benu Bags. Fährst du auch Fixed Gear? Auf jeden Fall. Ich fahre auch Tracklocross. Ja. Wo fahrt ihr Tracklocross? Na, im Wald. Also überall, wo es geht. Naja, also Tracklocross, genau, im Wald, Offroad, Gravel-Strecken, aber halt auch irgendwie so Ghetto-Cross in der Stadt, also überall. In der Wuhlheide. In der Wuhlheide. Ja, wo es halt so irgendwie. Also ich benutze es halt auch als mein Stadt- und Kurierrad. Ich fahre damit eigentlich überall rum, ja. Aber ihr fahrt keine Cross-Rennen damit? Ach, das sind doch die alten Tage. Also wir haben schon diverse Rennen veranstaltet, doch. Ja, genau. Ja. Also wir haben auch Tracklocross-Rennen gemacht, ja. In Berlin. Aber normale Crossrennen kann man natürlich nicht mitfahren. Dafür fehlen einfach die Bremsen und man ist dann einfach zu schnell für die anderen. Das wäre ein unfairer Vorteil. Die Räder sind ja auch viel leichter. Ja. Okay, ballern halt, ne? Ja. Ich bin jetzt am Stand von SRAM Inclusive Scholarship und das ist ein Projekt, wo SRAM jungen Rahmenbauern die Chance gibt, sich darzustellen. Es gab Bewerbungen aus der ganzen Welt und hier habe ich ein Single Speed Bike gefunden und gemacht hat es Swanee. Und sie macht die Marke Paria, ist ein Stahlrahmen, Fixed Gear. Sie legt sehr viel Wert auf die Lackierung. Die Lackierung ist so aus Mineralien, die dann auf den Rahmen aufgetragen werden. Sie verbringt stundenlang mit der Lackierung, hat sie mir erzählt. Sie spricht nicht so gut Deutsch und auch nicht so gut Englisch, sondern sehr gut Französisch. Und deswegen ist sie jetzt nicht mit vor der Kamera, aber ich hole sie jetzt noch mal eben kurz dazu. Swanee, komm noch mal eben her. Und that's your bike? Yes, it's my bike, yeah. How long did you work on it? 5 years. Yeah. How many bikes did you build so far? 20. Thanks. Ja, ich bin beim nächsten Single Speed Bike bei den SRAM Inclusive Scholarships und das ist auch ein Single Speed. Und bei mir ist Tore, der das Rad gebaut hat. Er ist aus Dänemark. In Dänemark ist es, glaube ich, gerade eine große Sache, alte Mountainbikes umzubauen, mit neuen Gabeln zu frisieren und Scheibenbremsen dran zu bauen. So ein Rad ist das hier. Tore, what kind of bike is it? I mean, it's a 27.5 plus tired single-speed mountain bike, and it's built from an old specialized full suspension frame, which was the rear end was broken, so I cut off one of the rear end pieces and welded on a rigid triangle on the rear end, and then to make it able to have the 27.5 plus tires, and then the front, the fork. Also modified the dropouts to be a little bit longer to accommodate the bigger tires. And then it's built up in like this really fun, playful, clunker style, kind of riding style, yeah. So what kind of riding do you do with it? I mean, I ride like easy single track mountain bike trails with it mostly, yeah. I'm not that good of a rider, but I really like to do just have fun on the trails, yeah. So your name of the brand is Starfish, yeah. And your slogan is soft bikes for soft people. Can you talk a little bit about this? It came kind of as like an opposition to like this trend of really like stiff, high tire pressure, racing bike, measuring watts kind of riding style. And I wanted to
to create a brand that has more like an emphasizing the more like soft qualities of riding a bike. So and that kind of both comes into play with like the kind of bikes I build, but also the way I ride bikes. It's more like weighing comfort over speed and focusing on having a good time and riding fun bikes. How many bikes have you built so far? So far, 5.5 with this one, yeah. Okay, and now is it always restoration projects, or do you also buy new tube sets and build from the ground up? Yeah, all the other bikes I build is from new tubes and from the ground up, yeah. Okay. This can be voted as a single speed bike. I wish you good luck for the voting and let's see what the jury will say afterwards. Yeah. Thank you. Thank you. Ich habe meine Wahl getroffen. 4 Bikes auf der Liste. Die gebe ich jetzt mal ab. Ich bin sehr gespannt, was die anderen Jurymitglieder gesagt haben und warte mal auf das Ergebnis gleich. Und passende Taschen auf selbstgemachten Gepäckträgern, die man auch einzeln kaufen kann. Also das ganze Rad eine runde Sache, wird auch gefahren in Treklocos. Treklocos finde ich auch super. Insofern finde ich ein würdiger Gewinner Platz 1 an Ballern Bikes. Ich bin nochmal bei Ballern Cycle Works. So sieht übrigens ein Bespoke Award aus. Best Single Speed Bike, hier von Darth Vader präsentiert. Ja, und den haben sie gewonnen. Ich war in der Jury. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Noch mehr Bikes von der Bespoke gibt es in unseren anderen Videos, die wir euch hier unten verlinken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen da und lest auch den Bericht auf Rennrad News. Da gibt es noch viel mehr Bilder und Details von der Bespoke in Dresden. Wirklich ein Tipp.